Hey Leute und willkommen im vielleicht letzten Part von Tomb Raider Anniversary. Ich hatte so eine gute Runde, ich spiele jetzt direkt weiter und bin froh, dass ich den Endkampf gerade geschafft habe. Mir tun wie immer ein bisschen die Hände weh, aber das macht ja nichts. Weil wir haben es geschafft und das ist das Wichtigste. Eigentlich wollte ich abspringen, also ich bin abgesprungen, aber anscheinend ist sie etwas zu weit nach vorne gegangen. Und nun? Wo halte ich mich jetzt fest? Nirgends. Tschups. Ja, das war so klar. Oh, da kommen Gegner. Das habe ich an der Musik gehört. Schöner Ladebildschirm. Ich finde es auch schön, dass die immer angepasst waren. Okay. Ja, ich muss warten, bis sie weit genug da ist. Wie jetzt zum Beispiel. Okay, sie hält sich nicht fest. Scheiße, wieso hältst du dich nicht am Rand fest? Dann hätte ich es doch geschafft. Okay, sie kann sich nicht am Rand festhalten. Das ist nicht gut. Aber hier hält sie sich doch auch am Rand fest. Das war klar. Komm, steh auf. So, dann warte ich mal. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Oder auch nicht. Hä, jetzt hält sie sich fest. Egal. So, wir haben es geschafft. Raus mit dir. Heißt es, das Sion ist jetzt... Da ist unser Artefakt. Uah. Leute, jetzt schreckt mich mal hier nicht so. Ey. Unser Artefakt, was ich nicht eingesammelt hatte. Wie kommt man denn da ran? Wie komme ich denn daran? Ich will das haben. Es leuchtet mich so an. Wahrscheinlich von einer ganz anderen Ecke, sodass man da hinklettern muss. Noch mehr Gegner? Ich bin gerade so auf Bosskampf getrimmt. Keine Ahnung. Irgendwie muss man doch hier hochkommen können. Kann ich hier hochklettern? Was das denn? Was macht sie denn da? Voll die coolen Action-Moves hier. So Matrix-mäßig. Ja, aber wenn das Tor jetzt zu ist, dann... Wer kommt jetzt noch zu Besuch? Du kommst zu Besuch. Mein Freund, der Flugsaurier. Ja. Aber da kann ich doch nicht einfach rüberspringen. Dann stirbt sie doch. Hier. Ich hole das Ding runter. Das mache ich. Wie mache ich das denn? Fragen über Fragen. Soll ich das jetzt einfach machen? Eigentlich wohl eher doch nicht. So. Den Hebel nochmal und das 4 auch. Hebel nochmal und 4 auch. Tor geht zu. Tor geht auf. Ey, schubst mich nicht.
fällt ihm eigentlich ein. Man muss doch hier irgendwie lang klettern können. Ich glaube, von oben sich runterfallen lassen und pipapo. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mal durch das Tor. Das wird mir helfen. Oh, nö. Hallo? Hallo? Schweinebacken. Geht ja gar nicht. Und unsere Muni geht mir aus, das stimmt. Mehr Muni bitte. Was ist da? Hinter? Da ist doch irgendwas. Kann ich da nicht runterbrechen, so dass ich da ein Secret finde? Piplaplu. Kann ich hier raus? Ja. So, und dann jumpst du nach oben und gibidi. Da muss es noch einen Trick geben. Sich da vielleicht... Kann man da hoch? Nee. Wird mir auch nichts bringen, ne? Oder? Ich probiere das mal, auch wenn ich die Viecher noch machen muss. Ah ja, ich gehe schwimmen in heißer Lava. Hm, schön. Jetzt muss ich die Viecher zwar noch mal machen, aber probieren geht über studieren. Oh, nö. Du bist auch noch dran. Na gut, aber es wird hier noch Stellen geben, also sonst... Ich finde das nur blöd, dass man ans andere Secret dann nicht kommt. Oder man kann da noch irgendwie hinklettern. Ich weiß es nicht. Ich dachte halt, man könnte sich hier so... Ja, kann man doch auch. Moment. Aha. Dann muss ich doch da an das andere Stück auch noch rüber. Dann muss ich doch da auch bestimmt hinsprengen. Was? Oh. Ey. Ha. Kommt der einfach wieder? Ja, aber dann muss ich doch da auch ranspringen. Scheiße. Oh Mann, das habe ich doch gerade eben schon probiert und das ging nicht. Jetzt aber schon. Ja, aber will ich das denn hier schon? Was ist das da? Hört mal auf, mich zu nerven. Ah! Der geheime Hebel. Ja, und sie erstickt mir hier nebenbei, oder was? Kann ich mal Luft holen? Ich kann zwar dann da durch, ich will da aber noch nicht durch, weil dann holen wir uns das noch. Besiegen das Monster. Wo bist du? Mein Gott, schwirren hier viele rum. Ist ja unglaublich. Nee, da will ich nicht hin. Ich will an die Plattform. Genau. Och nö. Geht doch. Wie viele Viecher sind denn hier bitte? Übertreibt man nicht. Ein Erschrecker nach dem anderen. So, dann kann ich mir das Medipack holen und wahrscheinlich auch von der anderen Seite das Secret. Da bist du ja schon. Secret. Hallo, Secret. Und da werde ich wieder angerufen. Es ist ein blöder Fehler. Bis gleich. Es tut mir voll leid, dass es jetzt schon das zweite Mal passiert. Ich darf das echt nicht vergessen. Aber wir haben unser Secret bekommen. Das ist aber eigentlich nur eins. Und es ist doch nicht das, was ich gesehen hatte vom Gang aus. Das war doch ganz woanders. Hm, wie merkwürdig. Auf jeden Fall kann man die Kiste dazu verwenden, da oben sich ein Medipack zu holen. Aber dafür alleine mache ich das eigentlich nicht, für ein blödes Medipack.
Ja, schieb die mal noch näher hin. So. Ach, und dann krieg ich einen Kontrollpunkt. Dann kommt das Vieh, ne? Ja. Lass mich! Und stirb! Geht doch. So. Ah, dann geht das Tor wieder auf. Und dann hat man die Kiste. Und so. Und, ne? Ja. Dann kann man hier auch noch rumklettern. Weil wir, weiß ich nicht, wir verrückt sind. Oh, jetzt kommt aber ein Vieh. So. Ah, Secret oder so. Muni erstmal. Muni. Und? Wusste ich's doch. Soll ich mich jetzt hier unten fallen lassen oder nicht? Da unten ist Lava. Das ist doch voll gefährlich. Hä? Wozu war das jetzt gut? Ach so, hier, warte. Ah. Das war notwendig, als damit man da überhaupt richtig rauskommt. Kapisch. Okay. Bevor ich das aber mache, eigentlich müsste noch ein Vieh rauskommen. Jetzt kann ich doch wieder zurück? Zurück, ja. Weil ich habe jetzt die Kiste und kann mir die jetzt hierher schieben nochmal. Klug wie ich bin, hole ich mir noch das Artefakt. So. Tada! Im letzten Level vielleicht nicht. Ich glaube, das zählt jetzt nicht mehr dazu. Aber in diesem Level, denke ich, haben wir das ganz gut gemeistert. Ab geht's. Jetzt können wir auch raus hier. Denke ich mir. Und dann machen wir das auch. Kleine Maus. Raus. Ja, machen wir. Schwimmen. Schwimmen, bevor wir sterben. Scheiß aus Medipack. Komm. Komm. Wollen wir uns das jetzt noch holen? Nö. Brauchen wir nicht. Oh oh. Ich glaube, hier stürzt bald alles ein. Ja. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Ja, aber ich kann mich doch hier nicht fallen lassen. Ich kann hier auch nicht... Ich kann nicht mehr hochklettern. Nein! Doch. Hü. Ah, auch so. So. Oh nein. Die versinken. Sie wird gebrutzelt. Scheiße. Sie hat sich nur mit einem Arm festgehalten. Das habe ich zuletzt gesehen und es kam auch kein Dreieck. Das war jetzt gemein. Macht aber nichts. Wir machen das einfach nochmal. Und im wirklichen Leben gäbe es kein nochmal. Deswegen würde das ja auch keiner machen, was sie hier macht. Ey, da hättest du dich ja wohl noch mal festhalten können. Ist doch voll der Easy-Sprung. Kann doch nicht so schwer sein.
Ach so. Moment, ich glaube, ich muss noch mal einen rüber. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat das nur per Glück das erste Mal so geklappt. Oder? Ich glaube, da einen rüber konnte man sogar sich noch hochhangeln. Dann ist sie wahrscheinlich auch kurz aus dem Schneider von diesem Flammending. Aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Kann man da nicht noch rüber klettern? Ich denke schon. So, ne? Genau. Ich glaube, das ist eigentlich auch Sinn der Sache. So. Hä? Ach, und dann lässt man sich so fallen. Das war also nur Glück. Was? Was denn los, ey? Wie sie stirbt. Also manchmal sieht das schon ein bisschen witzig aus. Ah, so voll dramatisch. In der Lava versunken. Also nochmal, jetzt wissen wir ja, dass wir da oben hin sollen. So. Ja, toll. Macht es mir ruhig schwer im Leben. Passt schon. Ach so, weil von der Seite dann das Flammending kommt. Okay, muss ich drauf achten. Schnell hoch, 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 hoch. Hoch. Super. Flammending. Passiert mir jetzt noch was? Nee. So. Jetzt rüber. Hier rüber. Und so habe ich das gemacht, ne? Prima. Ja, das kriegen wir hin. Höher. Noch höher geht nicht. Jetzt muss ich aufpassen. So. Rüber und hops. Okay. Hier wurde mir ein blaues Dingensbummens angezeigt. Warum? Kann ich hier rüberspringen? Irgendwas war da. War da ein Kontrollpunkt zwischendurch? Nee, ne? Muss ich jetzt alles nochmal machen? Scheiße, ich glaube, ich hatte keinen Kontrollpunkt, ne? Ach Mist, es tut mir jetzt echt leid. Aber ich glaube, dass man da sich noch was holen kann. Sieht sehr verdächtig aus, diese Stelle. Nein! Okay, nochmal. Entschuldigung. So. Nein! Oh Mann! Ja, okay, sehr gut. Aber... warum klappt denn das jetzt nicht mehr? Ey. Jetzt habe ich es. In diesem Part habe ich es jetzt an der Stelle. Okay. Es ging die ganze Zeit gut. Es ging die ganze Zeit zu gut. Dafür hänge ich jetzt hier irgendwie gerade fest. Und selbst wenn ich es dann so weit schaffe, verkacke ich es wahrscheinlich da hinten nochmal. Weil ich mich dann verführen lasse durch diesen seilharten Scheiß. Der wahrscheinlich überhaupt nicht wichtig ist. So, jetzt aber. Nochmal. Super. Jawohl. So, jetzt geht's doch an die andere Seite. Super. Ja, soweit schaffe ich's, ne? Gut. So, rüber. Rüber. Hops. Hoch, an die Seite, auf die Dinger, genau, nochmal kurz abwarten, Flammending, hops, hops,
Und rüber. Und rüber. So. Und rüber. Und hoch. Und jetzt kommt die Stelle, ja, wo ich nicht weiß. Da kann ich doch rüberschwingen. Nein, warum? Nein, 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 nein. Scheiße, wieso geht denn diese Stelle nicht? Oh, ärgerlich. Ich schalte hier aber einfach an der Stelle jetzt nochmal das nächste Mal zu, wenn ich dann hinten stehe oder am besten, wenn ich es gleich nach oben geschafft habe mit diesem Enterhaken-Ding. Das muss da eine Möglichkeit geben. Ich mache an der Stelle einen Cut. Es ist doch nicht ganz der letzte Part, aber es sieht verdächtig mit dieser ganzen Hölle, die hier einbricht, danach aus, als ob wir nicht weit entfernt vom Ende sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!